So, YouTube. In die nächste Folge. Verzeihung, Direktor. Irgendwas wollen die hier. Ich glaube, der Nachtzug kommt nämlich ein. Der Notfallpatient geht jetzt vom Bord. Der Zug ist angekommen. Das ist an sich nicht schlecht, aber wir brauchen vorher noch einen Arzt. Behandle Patienten. So. Da. Was hast du? Mehr Essen, Forschung. Das ist doch blöd. Das sind immer doofe Kombinationen. Die wir gar nicht brauchen. Du tötest Patienten. Du tötest Patienten. Du tötest Patienten. Was hast du? Weniger Forschung. Und ja, okay. Sehr gut. Das haben wir alles geschafft. Diagnose ist voll. Oha. Dann würde ich sagen, bauen wir noch eine neue Diagnose. Können wir die hier irgendwie hinkriegen? Ja, dann machen wir sie dahin. Ein Diagnosearzt. Weniger Geld, reduzierter Energiebedarf. Finde ich gut. Wird eingestellt. Die bräuchten noch ein Pad, nicht wahr? Kann ich die herstellen? Kann ich herstellen. Sehr gut, weil dann können die sich hier direkt hin teleportieren, die Ärzte. Oder auch zum Schlafding. Habe ich nur einen Raketen? Dann werden wir dieses Raketending nochmal duplizieren. Würde hier nicht mehr hinpassen. Oh no. Weil der Weg von dem Ding hier versperrt ist. Nur die Blumen müssten weichen. Was? Zimmertür müsste ich platzieren? Platzier die da doch. Der ist schon wieder da. Noch eins von diesen Pads. Nehme ich. So. Eben teuer gekauft, jetzt kriegen wir es gratis. Haben wir hier überhaupt so ein Pad auf der Seite? Da links. Dann haben wir hier rechts auch noch eins. So. Hier ist nicht genug Toilette vorhanden. Okay, dann kriegt ihr hier noch eine Toilette. Noch eine. Das gleiche Problem dürfte auch hier existieren. Kommt hier auch noch eine Toilette hin. Personal ist unterwegs. Würde ich gerne ausstellen, die Meldung, nicht? Die brauche ich halt nicht. Ah, das ist dieser Sonderzug. Der seit Jahrhunderten verschollen war. So sieht er auch aus. Ganz andere Bauweise, was? Nee, doch nicht. Ich dachte, hier ist vorne. Ich glaube, das ist aber gut so. Wir haben 4, fast 5 Sterne. Mangel an Toiletten. Gut, wir können mal in die Übersicht gehen und zum Beispiel sagen, okay, wo ist Toilettenmangel?
Eigentlich gibt es da überall Toiletten. In jeder Ecke habe ich irgendwo eine aufgestellt. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also an sich darf man sich nicht beschweren. Würde ich zumindest behaupten. Der Durchsatz. Aber er steigt. Die Gesundheit der Patienten steigt. Ist sehr gut. Wartezeiten sind unter 2 Minuten. Patienten sind gut gestimmt. Personalraumkapazität. Das wäre das einzige Problem. Alle Notfallpatienten wurden geheilt. Und der Arzt könnte sich noch auf Diagnose spezialisieren. Bitte sehr. Mache das. Und damit kriegen wir Punkte. Und haben das Level geschafft. Modelllokomotive haben wir bekommen. Na, wunderbar. Nächstes Level. Ich würde sagen, das gucken wir uns noch an. Wo geht's hin? Es gibt wieder ein Sonderlevel. Boken Station 412802. Hier haben wir eine 5er Klinikwertung hinbekommen. Oder eine 4,99. Ich glaube, eine 5er kann man auch gar nicht hinkriegen, was? Und dann gehen wir in Kapitel 4. Haben wir 4 Räume. Ja, normale Mensch. Nimm dir mal ein Beispiel. Du bist immer weg und keiner weiß, dass du weg bist. Nee. Ich habe nichts erklärt. Ich habe auch gerade nicht in den Chat geguckt. Wenn seit Stunden keiner da ist, dann lese ich auch immer zu spät manchmal. Und wir nehmen ja auch auf im wunderschönen Level 4. Und im wunderschönen Level 4 sind irgendwelche Wurstdinger. Okay, was auch immer. Das sieht aus ein bisschen wie Erdnüsse. Erdnussflips. Ah. Okay. Wir kriegen einen Oktopus-Tank. Ja. Oh Mann, dieses Durchgelaber am Anfang. Okay, wir müssen eine Klinik aufbauen. Wir haben wieder kein Geld. Und wir brauchen ja jetzt immer alle Räume. Finde ich schon immer schwierig. Okay, also ich würde den Personalraum einfach in die Mitte machen. Fünf mal fünf. Dann sollte es nämlich reichen, hoffentlich. Von der Kapazität. Guck mal, das Ding können wir doch in die Mitte stellen. Boah, das kostet gleich Tausender. Okay. Dann machen wir erstmal nur eine rein. Und auch keine Deko. Weil wir viel mehr Räume bauen müssen. Einen Schrank kriegen die. Na, dreh ihn doch mal. Danke. Es muss reichen. Und eine Lampe vielleicht. Und wenn man reinkommt, damit man nicht gleich alles sieht. Und ein paar Poster gehen immer. Und vielleicht noch ein schönes Bild.
Wir haben hier ein neues Bild. Das kriegen die auch. Und Teppiche. Ah, komm. Zwei wunderschöne Teppiche kriegen die. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall einen Empfangstresen wieder. Kommt dahin. Bis dann, normaler Mensch. Machen wir es so. Und dann bauen wir Diagnosezimmer dahin. Dreimal drei ist vorgesehen, nicht? Ja. Dann machen wir dreimal vier. Bisschen größer Plan hier alles. Ich lasse es am Anfang alles weg. Keine Deko, kein nix. Okay, eine Diagnose haben wir. Wir müssen eine Parasitologie zuerst bauen. 4x3. Das würde gehen. Ja, wollte ich doch wohl sagen, dass es nicht geht. Nochmal neu. Machen wir 4x4. Das ist echt riesig, das Ding. Ja, keine Deko haben wir gesagt. Was brauchen wir noch? Personalraum, Forschungslabor. Ja, das können wir später bauen. Wir brauchen Ärzte. Larry, der Arzt. Weniger Forschung. Was kann der? Parasitologie. Das klingt doch gut. Und ich glaube, was ich vorher mal falsch gemacht habe, Arzt festlegen. Weist diesen Arzt dem Raum fest zu, sodass der Arzt nirgendwo anders arbeiten kann und auch kein anderer Arzt den Raum übernehmen kann. Wichtig. Das habe ich nicht vergessen. Dadurch sind die mal rumgelatscht. Und wir brauchen noch einen Diagnosearzt. Okay, alle ablehnen. Toilettenprobleme, aber mehr Heurekas brauche ich nicht. Weniger Forschung, weniger Erfahrung. Tötet Patienten. Ne, kann weg. Was ist hier? Lässt überall Müll fallen. Okay, aber es sind ja die falschen Dinger. Generiert zusätzlichen Einfluss. Ja, das brauche ich auch nicht. Gourmet finde ich halt auch doof. Das ist auch blöd. Heurekas, auch blöd. Dauert länger, aber mehr Geld. Finde ich auch nicht gut. Erhöhter Energiebedarf. Finde ich blöd. Das stellen wir jetzt ein. Dann können wir die Klinik erstmal aufmachen. Okay, die reden wieder. Wir müssen den Anruf annehmen. Natürlich. Okay. Die Visargi. Kein Nährstoffbedarf. Kann nicht von Schädlingen gebissen werden. Oh. Fenster müssen platziert werden. Und Toiletten. Okay. Das ist nämlich gut. Nicht so, fangen wir an. Die wollen also Fenster. Das sollen sie kriegen.
Hier kann ich ja leider keine Fenster bauen. Und Toilette und Co. wollen die auch. Diesmal werden wir die Sachen eher ein bisschen besser verteilen. Genau wie die Nahrung. So, vielleicht nebeneinander. So, vielleicht besser. Mülleimer brauchen wir noch. Wahrscheinlich lieber... Na, obwohl, da kommen die schon vorbei. Und dann die Sitzplätze. Wir können ja auch die Bänke nehmen, nicht? Hm. Und hier müssen auch Sitzbänke hin. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Deko wieder. Fangen wir doch an mit Deko, aber es ist okay. Erstmal über Pflanzen. Teppiche, wo sind denn die? Poster können wir auch noch aufhängen. Ah, nicht, wenn die da aus der Tür kommen. Okay. Ah, da sind die Teppiche. Da ein cooler Teppich. Hier ein cooler Teppich. Da einer. Hier einer. Wir kriegen jetzt auch noch einen. So. Jetzt machen wir ja auch langsam Geld. Da können wir auch ein paar Sachen kaufen. Oh, das Licht habe ich vergessen, nicht? Nee, das muss dahin. Okay. So, was haben wir? Traumatarium und Hautlabor. Das kriegen wir hin. Also, Hautlabor. Kostet auch, wie viel? 3x4. Machen wir auch ein bisschen größer. Hm. Bringt das was? Dann kriege ich mir Deko rein. Dann wäre das nicht okay. Und das bringt auch nichts, wenn ich da Zweier hinmache, nicht? Ja. Ja, dann machen wir es so. Ach, da waren zwei von diesen Dingern drin. Okay. Okay, wir brauchen einen Arzt für das Hautlabor.
Mehr Toiletten, Eureka-Wahrscheinlichkeit, nee. Weg. Achso, und den Arzt hier. Zack. Den machen wir da fest. Wir brauchen einen Hautarzt. Gib uns einen Hautarzt. Der wäre halb okay. Maximum. Ja komm, was Maximum ist, stellen wir ihn ein. Und du bist dann an diesen Raum gebunden. Okay. Knochenbecher. Brauchen wir auch noch. Okay, dann fangen wir erstmal an. Traumatarium. Das wurde gefordert. Dreimal drei. Machen wir viermal drei. Und copy. Um wenigstens einen kleinen Sitzplatz da generieren. Eine Toilette wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und was mit Essen? Und Mülleimer. Wer kann da hin? Und welchen haben wir noch nicht? Ich glaube, den hier. Bauen wir da den Automaten hin. Dann ist das auch abgedeckt. Weil die möchten ja auch überall Toiletten haben, die. Und der möchte Upgrades für die Räume, ja. Nicht bei 39.000. Da muss er leider durch. Traumatarium braucht erstmal einen Arzt. Gibt gar keinen. Doch, da war einer. Shit. Jetzt ist er weg. Naja. Wir finden einen neuen. Keiner da. Keiner da. Okay, dann machen wir so lange den Knochenknacker. Der wäre 4x4. Dann machen wir... Machen wir es so. Okay. Wir brauchen einen Knochenknacker. Brauchen wir Essen? Nicht so geil. Wie kommen nicht die passenden Ärzte? Oder ich muss mir die selber hochzüchten. Weniger Forschung generiert zusätzliche Erfahrung. Ja, ist okay, aber ist jetzt auch nicht so der Riesenbonus. Was ist mit dir? Weniger Erfahrung. Die Personen sind zufriedener. Das finde ich gut. Du wirst fest zugewiesen, E.T. Und was hast du? Du tötest Patienten. Nein. Weniger Erfahrung, mehr Heureka. Okay, wenn wir jetzt keinen finden, dann wirst du's. Letzte Chance. Vorbei. Ich wollte dich. Hä? Ich will dich. Hello. Danke. So, kuriose Deko wollen die haben. Dann fangen wir... Achso, und die Fenster wollten die anderen haben, nicht? Dann machen wir erstmal mit den Fenstern weiter.
Sonst meckern die nachher, dass sie keine Fenster sehen. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Es wird überall Fenster geben. So. Jetzt hat jeder Raum erstmal Fenster. Jetzt meckern sie kuriose Deko. Machen wir hier jeden Raum. Der kriegt jeder Raum hier einfach ein B erstmal. So, der auch noch ein B. Der Raum kriegt ein A. Und der kriegt ein A. Einfach weil ich es kann. Achso, eine kuriose Deko wäre gut, wenn die auch außerhalb wäre, nicht wahr? Haben wir Platz irgendwo noch für so einen Quark? Hier in die Ecke können wir zum Beispiel die stellen. Da kann noch ein A hin. Die kann noch ein Z hin. Die kann noch ein Z hin. Hier kann ein B hinter. Sehr gut. Und wir haben irgendwas verdient. Sehr schön. Und er ist wieder da. Wir nehmen Teleportpads. 70, 60.000. Ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir nur die kostenlosen Reparatursachen. Räume mit Upgrade fehlen. Ah, die mit ihrem Upgrades. Herstellen. Kostet mich immer was? Die Punkte da, oder? Kraftierum? Ja. Und das stellen wir hier rein. Das sehen Sie am wahrscheinlichsten. Holo-Arzt-Emitter. Sagen wir mal hier am ehesten. Und wir haben zwei Teleport-Dinger. Dann würde ich sagen, vom Eingang. Und hierhin erstmal. Ist jetzt nicht so weit, nicht? Aber dann können die erstmal dahin, theoretisch. Sie hat wieder was zu sagen. Okay, 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 okay. Okay, wir müssen irgendwelche Kanister wieder priorisieren. Wo kommen die an? Du bist doch der Kanister. Da, du auch noch. So, was fehlt uns noch an der Bereich ohne Deko? Ja, weiß ich. Bereich mit wenig Deko. Durchsatz steigt. Gesundheit. Gerade nicht so gut. Geht aber noch. Personalraumkapazität. Ja, ich glaube, da müssen wir am ehesten ran. Und die erste Couch. Zweite Couch können wir schon mal hinstellen. Dann kriegen die hier noch so ein Schränkchen. Hier irgendwas, damit sie was zum Angucken haben. Bilder hatten sie, Teppich hatten sie. Was ist das hier? Modellbegleitwagen. Ich weiß nicht, was das ist. Kriegen sie einfach. Kunst. Von mir aus kriegen die auch Kunst. Und Blumen.
Ich würde sagen, da haben wir einen guten Aufbau. Es sieht nicht so schlecht aus. Wir müssen halt ein bisschen mehr Deko machen. Aber wir steigen und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann und tschüss.